Einen schönen guten Abend allerseits. Ich begrüße Sie, euch alle hier im Zoom, zu einem leider nicht im Florianihof stattfindenden, sondern virtuellen, transformativen Salon. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, unsere heutigen Gäste vorstellen zu können. Das ist wie immer Katrin Kalweit, die Diskussion moderieren wird. Wir haben als Gast, über den wir uns ganz besonders freuen, Professor Dr. Rainer Bauböck vom European University Institute und von der ÖAW, ausgewiesener Migrationsexperte. Und er wird diskutieren mit unserem Kollegen, dem wissenschaftlichen Direktor des REZ, Yannis Panagiotidis, auch er ein Forscher, der sich schon sehr lange und sehr profiliert mit verschiedenen Formen von Migration auseinandergesetzt hat. Uns erwartet also eine spannende Debatte unter dem Titel Über Zäune und Mauern zur Gegenwart und Zukunft des europäischen Migrationsregimes. Und ich denke, nicht nur aufgrund der Situation, der derzeitigen Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze ist das ein Thema, was uns wissenschaftlich umtreibt, aber natürlich auch als politisch denkende Zeitgenossinnen umtreiben sollte. Ich übergebe das Wort an Katrin Kalweit und freue mich auf den heutigen Abend. Dankeschön. Willkommen allerseits. Wir machen es wie immer. Professor Bauböck wird einen längeren Vortrag halten, in dem er sozusagen die Basics unserer heutigen Diskussion darlegt. Yannis Panagiotidis wird antworten, reagieren, möglicherweise kritisieren, ergänzen. Danach gehen wir in eine Diskussion, an der sich bitte alle möglichst rege beteiligen. The floor is open. Ich muss jetzt gar nicht keine langen Vorreden halten, außer dass ich mich freue, Professor Rainer Bauböck zu hören, Europäisches Hochschulinstitut Florenz, Österreichische Akademie der Wissenschaften, habilitiert über transnationale Staatsbürgerschaften, von wo ich gerne nachher nochmal genauer erfahren würde, was das eigentlich ist, weil ich kannte den Begriff nicht, muss ich gestehen. Er schien mir sogar ehrlich gesagt ein wenig wie ein Widerspruch in sich. Insofern spannend genug. Sie sind Spezialist für Migration, Nationalismen. Auch das eine interessante Formulierung im Plural. Minderheitenrechte. Los geht's, wir freuen uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass ich in diesem Salon auch einmal sprechen kann. Bisher habe ich nur ab und zu zugehört. Ich finde das eine große Bereicherung der Wiener Debatten- und Diskussionskultur. Und ich werde mich versuchen, an die Idee des Salons insofern zu halten, als ich keinen wissenschaftlichen Vortrag mache, sondern hier eine Serie von Reflexionen zum Thema anbiete, die nicht so ganz perfekt strukturiert sind, aber vielleicht gerade dadurch dann auch Anknüpfungspunkte für die Diskussion liefern. Erste Frage, warum diskutieren wir heute und hier über Zäune und Mauern und nicht über Sebastian Kurz, könnte man heute sagen, über die Pandemie, über die Klimakrise, über andere Themen, die im Vordergrund stehen. Da ist die Beobachtung, dass globale Großkrisen wie die Pandemie oder langfristig die Klimakrise erstaunlicherweise Migrationskrisen nicht wirklich verdrängt haben von der Tagesordnung. Also es gibt in vielen Bereichen sowas wie Themenkonjunkturen. Bei Migration ist das Erstaunliche, wie stark sich dieses Thema mit allen anderen immer wieder verknüpft. Das ist auch diese Woche der Fall gewesen. Denken wir an die dramatische Krise im Ärmelkanal, 27 Tote, denken wir davor und noch immer ungelöst an die Krise an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Das sind sozusagen Krisen, die nicht vergehen, solange sie nicht politisch anders bearbeitet werden, als das bisher der Fall war. Das ist, glaube ich, auch in Zukunft zu erwarten, und zwar verstärkt im Zusammenhang mit der Klimakrise, wenn man an die potenziellen Migrationswirkungen denkt. Das sind heute noch großteils Binnenwanderungen, die ausgelöst werden durch den Klimawandel. Ich wage die Prognose, es wird nicht bei Binnenwanderungen bleiben. Es werden auch verstärkt internationale Wanderungsbewegungen sein. Das Thema heute ist aber das europäische Migrationsregime. Und das hat viele Aspekte und Facetten, und es wäre ziemlich vermessen, die alle in einem kurzen Input behandeln zu wollen. Da geht es eben um Fluchtmigration, Arbeitsmigration, Familienmigration, Bildungsmigration. Und für alle die gibt es unterschiedliche Regime in Europa, nicht eines. Die mediale Aufmerksamkeit war klar seit 2015 auf Asylmigration.
Aber man muss sich bewusst sein, es findet in der EU auch in großem Umfang geregelte Migration statt. Ich habe mir das angesehen für das letzte Jahr vor der Pandemie, also vor dem großen Ausnahmezustand. Im Jahr 2019 gab es fast 3 Millionen Erstaufenthaltsbewilligungen für Drittstaatsangehörige in der EU unter dem Titel Beschäftigung, Familie, Studium oder andere Gründe. Dagegen gab es im gleichen Jahr insgesamt nur 613.000 Asylanträge. Also der Eindruck, es ist alles überschattet von Fluchtmigration, stimmt rein statistisch nicht, oder von irregulärer Migration. Wir reden von einem großen regulären Migrationsfluss, der wenig Beachtung findet in der medialen Öffentlichkeit. Ich habe mit dem Janis vorher kurz gesprochen und wir haben uns eine Art Arbeitsteilung ausgemacht. Ich möchte mich sehr stark fokussieren auf Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit als ein Kernelement des EU-Migrationsregimes. Und Janis wird dann hoffentlich auf die anderen Themen, die Fluchtmigration, Arbeitsmigration und so weiter, etwas stärker eingehen. Ich beginne mit einer Beobachtung. Ich habe das auch aufgeschnappt von einem jüngst veröffentlichten Buch von Steffen Mau über Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Er wäre vor kurzem in Wien gewesen und hat dann auch seinen Vortrag per Zoom gehalten. Die These von Steffen Mau, gut belegt mit vielen empirischen Daten, ist, wir erleben eine Epoche der Fortifikation von Grenzen. Sie werden die Zäune und die Mauern stehen sozusagen als Metapher für diese Fortifikation, die auch viele andere Aspekte hat, wie eine digitale Hochrüstung von Grenze, eine Verlagerung von Grenzen sowohl in das Inland als auch extraterritorial in relativ weit entfernte Länder, wo Migration schon abgefangen werden soll, bevor sie die Destinationen erreicht. Was viel weniger beachtet wird als dieser Trend zur Aufrüstung von Grenzen, ist ein interessanter Gegentrend. Und das ist der Trend zu Personenfreizügigkeit. Der ist nicht beschränkt auf die EU. Diego Acosta, ein spanischer Jurist, der auch vor kurzem in Wien am IWM war, untersucht das vergleichend und hat festgestellt, es gibt weltweit 33 regionale internationale Organisationen, an denen 174 Staaten weltweit beteiligt sind, die in gewisser Weise Mobilitäts- oder Freizügigkeitsregime für eine Region etablieren. Das ist nicht nur die EU, das ist in Afrika zum Beispiel ECOWAS, das ist die East African Union, das ist in Lateinamerika Mercosur, die Canadian Anden, die Community of Andean Nations, das ist CARICOM und einige weitere, die gar nicht so unähnlich sind im Vergleich zur EU, wenn man sich ansieht, was zumindest ihre Ziele sind. Die wollen ebenso Personenfreizügigkeit regional begrenzt für die Bürger und Bürgerinnen der jeweiligen Mitgliedstaaten. Wie ist das zu bewerten? Wenn man sehr optimistisch ist, könnte man das sehen als eine Annäherung an eine Utopie global offener Grenzen. Also alle diese Regionen könnten vielleicht irgendwann einmal, wenn wir optimistisch gestimmt sind, aufgehen in ein globales, internationales Regime der Personenfreizügigkeit. Und diese Utopie der globalen offenen Grenzen ist sicher wirkungsmächtig in dem Sinn, dass sie eine Motivation liefert. Sie liefert Motivationen für Aktivistinnen und soziale Bewegungen, zum Beispiel das No Border Network in Europa und darüber hinaus. Ich möchte hier eine skeptische Note hineinbringen in diese Debatten. Das No Border Network und auch meine Kollegen in der politischen Philosophie stellen sich eine grundlegende moralphilosophische Frage. Die lautet, welche Legitimität hat staatliche Einwanderungskontrolle, wenn sie ein elementares Freiheitsrecht auf Mobilität selektiv begrenzt und wenn sie dazu dient, eine ungerechte globale Verteilung von Lebenschancen zu zementieren? Beides ist offensichtlich der Fall. Auch noch bei regionalen Freizügigkeitsregimen sehen wir diese Effekte. Das ist global nicht ausgeglichen und es beschränkt die Freiheiten von jener, die eben nicht zu diesen Staaten gehören.
Das Problem ist, mit der moralischen Kritik erreichen wir nicht sehr viel. Gerechtigkeits- und Freiheitsargumente ziehen sozusagen nicht, wenn sie sich nicht auch an die Bürgerinnen der Staaten wenden, die die Einwanderung kontrollieren. Wir müssen versuchen, sie zu übersetzen in demokratietaugliche Argumente, um tatsächlich etwas vorwärts zu bringen. In den Demokratien müssen eben die BürgerInnen politisch überzeugt werden, dass Einwanderung zugelassen werden soll. Ansonsten kann dieses politische Spiel nicht kommen. Ich würde daher jetzt nicht im Einspruch gegen die globale Utopie, aber sozusagen auf einer Ebene darunter plädieren für einen realistischen normativen Zugang, der zwei Dinge oder drei Voraussetzungen akzeptiert. Das erste ist, wir leben in einer Staatenwelt. Wir können uns einen Weltstaat vorstellen, dann gibt es globale Freizügigkeit, aber das ist nicht auf der Agenda und wahrscheinlich auch nicht wünschenswert. Und innerhalb dieser Staatenwelt leben wir, die wir hier so reden, über Einwanderung in demokratischen Staaten. Und die Frage ist, in diesem Kontext, internationale Staatenwelt, binnenstaatlich demokratische Verfassungen, gibt es da Argumente für relativ offene Grenzen und wie können die ausschauen? Viele sagen, nein, also Demokratie und Staaten generell haben Selbstbestimmungsrechte darüber, wer aufgenommen wird und wer nicht. Und dann ist die Debatte schon erledigt. Das ist dann keine moralische Frage mehr, sondern einfach eine Entscheidungsgewalt des Staates. Und es ist tatsächlich richtig, glaube ich, dass die Kontrolle, die Fähigkeit, Einwanderung zu kontrollieren oder auch die Berechtigung, ein Kernelement staatlicher Souveränität ist, geworden ist, muss man sagen. In der Vergangenheit waren Staaten vielmehr darauf verpflichtet, Auswanderung zu kontrollieren. Seit der französischen und amerikanischen Revolution geht es zunehmend auch um die Frage, wer übt Kontrolle aus über Einwanderung. Aber das Recht auf Kontrolle über Einwanderung heißt ja nicht, dass die Staaten alle Einwanderung kontrollieren müssen. Sie können auf dieses Recht sozusagen selektiv verzichten oder es suspendieren. Und das ist das, was die EU-Staaten untereinander machen. Sie öffnen ihre Grenzen im Schengen-Raum für alle, die sich legal im EU-Territorium befinden. Und sie gewähren allen EU-Bürgerinnen darüber hinaus das Recht auf Niederlassung, Arbeit und Nichtdiskriminierung aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Das ist also sozusagen ein erstes Argument. Man muss darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen können und sollten Staaten sich öffnen im Sinne der Freizügigkeit gegenüber anderen Staaten. Und da kann die EU-Erfahrung sehr viele Lektionen bieten. Zweitens darf in demokratischen Rechtsstaaten zumindest die Einwanderungskontrolle nicht willkürlich sein. Also Selbstbestimmungsrecht heißt nicht anything goes, sondern es muss gerechtfertigt werden. Es kann nicht diskriminierend sein aufgrund von Rasse, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Und sie muss tendenziell so formuliert werden, dass sie auch gerechtfertigt werden kann, inklusive gegenüber jenen, die kontrolliert werden oder die nicht aufgenommen werden. Drittens muss man aber anerkennen, dass Demokratien partikulare Eigeninteressen haben. Das politische Personal in der Demokratie wird gewählt, um diese Eigeninteressen zu verfolgen. Ja, dazu sind sie da, das ist ihr Mandat. Darüber kann man nicht hinwegsehen, indem man sagt, ja, sie sollten aber die globale Gerechtigkeit befördern. Das geht dann und nur dann, wenn die Bürgerinnen, die sie wählen, selbst überzeugt sind und ihnen das Mandat gibt, globale Gerechtigkeitsagenten auf die Tagesordnung zu setzen und zu verfolgen. Was man sagen kann, ist, dass Demokratien ein Eigeninteresse haben an der Vermeidung oder Reduzierung von ungeregelter Einwanderung. Also irreguläre Migration ist normativ, glaube ich, nicht zu rechtfertigen in der Demokratie. Die Frage ist allerdings, was ist die Alternative dazu? Und mein Argument wäre, dass gerade die Eigeninteressen und die normativen Selbstverpflichtungen liberale Demokratien relativ offene Grenzen verlangen und die Schaffung von regulären Kanälen für kontrollierte Aufnahme von Migranten und Migrantinnen. Lassen Sie mich das klingt jetzt sehr abstrakt, aber lassen Sie mich das so an drei Gründen durchexerzieren. Was sind demokratische Gründe für relativ offene bzw. durchlässige Grenzen? Der erste Grund ist, Mobilitätschancen für die eigenen Bürger und Bürgerinnen zu fördern. Also Staaten stellen ihren Bürgern und Bürgerinnen Reisepässe aus und das tun sie, damit diese die Chance haben, in anderen Staaten einzureisen. Sie schließen Visaverzichtsabkommen mit diesen anderen Staaten und weiter darüber hinausgehend eben auch zunehmend Personenfreizügigkeitsabkommen mit anderen Staaten,
Warum tun sie das? Weil es im Interesse der eigenen Bürger und Bürgerinnen ist, deren Lebenschancen dadurch verbessert werden. Diese Mobilitätschancen müssten sie eigentlich anderen Staaten, müssten sie den Bürgern einräumen, wenn die Öffnung der Grenzen für Freizügigkeit nicht die zivilen, sozialen oder politischen Bürgerrechte im eigenen Land destabilisiert. Das ist sozusagen die Grenze dafür. Wenn man sagt, eine Öffnung zwischen den Staaten führt dazu, dass das eigene politische System destabilisiert wird, dann ist das demokratisch nicht mehr zumutbar. Daher gibt es diese Personenfreizügigkeitsabkommen auf regionaler Ebene zwischen Staaten mit relativ ähnlichem Entwicklungsniveau. Es gibt sie aber nicht zwischen den reichen und den armen Staaten. Und es ist auch nicht gut begründbar, warum es sie geben sollte. Zwischen reichen und armen Staaten muss man nachdenken über kontrollierte Formen der Migration, sei es Asyl- oder Arbeitsmigration. Aber es ist utopisch und auch sozusagen demokratisch nicht wirklich gut begründbar, warum es zwischen armen und reichen Staaten Bewegungsfreiheit inklusive der Niederlassungsfreiheit geben sollte. Zweites Argument, Asyl. Was ist Asyl? Asyl wird bei uns sehr oft aufgefasst als eine Art humanitäre Pflicht, wo wir leider sozusagen aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention auch rechtlich verpflichtet sind, Asylanträge anzunehmen und zu prüfen und eben im positiven Entscheidungsfall die Leute auch hier zu belassen und zu integrieren. Es gibt ein gutes Argument von David Owen, einem britischen politischen Philosophen, der hat ein schönes Büchlein geschrieben, What Do We Owe to Refugees, in dem er sagt, Asyl bedeutet eigentlich noch etwas anderes. Es ist eine Legitimitätsreparatur im internationalen Staatensystem. Das internationale Staatensystem weist sozusagen Staaten die Verantwortung zu für den Schutz der fundamentalen Rechte von einzelnen Individuen. Asyl, ein Anspruch auf Asyl entsteht dann, wenn ein Herkunftsstaat darin versagt, ja, und nicht mehr imstande ist oder nicht willens ist, die Grundrechte seiner Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Dann entsteht sozusagen ein Defizit im internationalen Staatensystem und seiner Legitimität. Das kann nur behoben werden, indem andere Staaten einspringen und sozusagen als eine Art Substitut für den verloren gegangenen Schutz der Staatsbürgerschaft Asyl und letzten Endes auch ihre eigene Staatsbürgerschaft anbieten. Dritter demokratischer Grund für relativ offene Grenzen gegenüber bestimmten Migranten ist wechselseitiger Nutzen. Arbeitsmigration und andere Formen wie Bildungsmigration können zumindest dreifachen Nutzen erzeugen. Für die Aufnahmestaaten, für die Herkunftsstaaten und für die Migranten und Migrantinnen selbst. Es gibt keinen vernünftigen Grund, Arbeitsmigration zu begrenzen oder abzulehnen, wenn nachweisbar ein solcher dreifacher Nutzen entsteht, wenn man sie vernünftig reguliert. Das geht nur dann, wenn man sie zusammen mit den Herkunftsländern gestaltet und auch die Migranten selbst in dem Prozess fair repräsentiert. Aber dann sollte das auch eine Verpflichtung sein. Ich glaube, dass zum Beispiel die EU gegenüber Afrika insgesamt eine solche Verpflichtung hat, reguläre ökonomische Migrationskanäle zu schaffen, auch um die irreguläre Migration so gering wie möglich zu halten, um Alternativen zu den Schlepperrouten zu schaffen. Das setzt aber voraus, dass diese reguläre Migration so gestaltet wird, dass sie tatsächlich im dreifachen Nutzen ist und dass sie daher auch für die Bürger und Bürgerinnen des Aufnahmestaates nicht als ein humanitäres Opfer erscheint, sondern als etwas, was nützlich ist und sinnvoll ist und politisch demokratisch auch von Mehrheiten gestützt und getragen werden kann. Soweit zur Einleitung. Jetzt komme ich zur Personenfreizügigkeit als dem Kernthema. Personenfreizügigkeit ist, wie ich schon gesagt habe, mehr als visumfreie Einreise. Das bedeutet Niederlassung, Zugang zum Arbeitsmarkt, zu elementaren Sozialrechten. Die Frage ist, wie kann man Personenfreizügigkeit erreichen? Ich habe schon das wesentliche Instrument genannt, regionale Staatenbünde, die das zunehmend auf der ganzen Welt versuchen. Es gibt aber auch noch ein anderes Instrument, das ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, das viel weniger beachtet wird, und das ist mehrfache Staatsbürgerschaft. Frau Karlweit hat mich eingangs gefragt, was ist denn transnationale Staatsbürgerschaft? Also Doppelstaatsbürgerschaft ist sozusagen ein klassisches Phänomen von transnationaler Staatsbürgerschaft. Man gehört zu zwei Staaten und hat in beiden Staaten ein unbedingtes Einreise- und Aufnahmerecht. Ja?
Das ist also im Grunde genommen ein Instrument für Mobilität, und zwar im sehr starken Sinn. Personenfreizügigkeit ausgestattet mit allen Bürgerrechten. Ja? Und je mehr Staaten international Staatsbürgerschaften tolerieren, und das sind immer mehr, es ist schon die Hälfte aller Staaten weltweit, die das in umfassender Weise tun, umso mehr persönliche Freizügigkeitskorridore gibt es auch für die Menschen, die Zugang zu diesem Status haben. Da müssen wir also auch reden über den Zugang zur Staatsbürgerschaft, nicht nur zum Territorium. Wer sollte denn Zugang zur mehrfachen Staatsbürgerschaft haben und dadurch dann auch Freizügigkeit über die EU hinaus, inklusive der Drittländer, die Herkunftsstaaten sind, genießen? In der EU ist es übrigens so, dass 18 Staaten, ich habe das mir kurz vorher angesehen, generell Doppelstaatsbürgerschaft akzeptieren, auch im Fall von Einbürgerung. 3 tun das speziell nur für EU-Bürgerinnen. Das ist Bulgarien, Deutschland und Latvien. Latvia und 6 lehnen das generell ab und dazu gehört Österreich. Die erlauben es auch nicht für EU-Bürger. Gut, über die regionalen Staatenunionen brauche ich nicht mehr viel sagen. Das ist sozusagen das EU-Modell für Freizügigkeit, wo sie zum Kernrecht einer supranationalen Bürgerschaft wird. Gibt es dafür Unterstützung in der EU? In der Demokratie braucht man die auch Legitimität durch Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen. Die Eurobarometer-Umfragen sagen ja, und zwar eine sehr, sehr starke Unterstützung. Im Jahr 2019, damals noch 28 Mitgliedstaaten, hat mehr als die Hälfte derer, die das beantwortet haben, die Frage, in jedem einzelnen Staat gesagt, sie fühlen sich als Bürger der Union. In der EU insgesamt waren das 73% im Schnitt. Und eine große Mehrheit der EU-Bürger unterstützt auch Bewegungsfreiheit von EU-Bürgern, die leben, arbeiten und studieren können und Geschäfte betreiben können, wo auch immer sie in der EU sind. Das sind 81% EU-weit. 81%, das muss man sich der Zunge zergehen lassen. Das ist sozusagen eine der Kernerrungenschaften der EU in den Augen der Bürger und Bürgerinnen. Und in keinem einzigen Mitgliedsland, damals inklusive UK, ist dieser Prozentsatz geringer als 2/3 derer, die die Frage beantworten. Sehr erstaunlich, nicht? Im Brexit sagt man, die sind ausgetreten, weil sie die Freizügigkeit nicht mehr wollten. 2/3 haben sie 2019 noch unterstützt, als eine Errungenschaft gesehen. Ich möchte jetzt, näher mich dem Schluss, aber ich möchte nach dieser eher euphorischen Passage eine skeptische einschieben, nämlich, dass es bei der Freizügigkeit auch Dilemmata gibt und Probleme gibt, die man benennen und ansprechen muss. Und ich habe mir überlegt, was sind denn Lektionen, die wir aus den wesentlichen politischen Ereignissen der letzten Jahre gelernt haben in Bezug auf Freizügigkeit. Das ist Brexit, das ist der ansteigende Autoritarismus in einigen Regimen in Osteuropa und das sind Lektionen aus der Pandemie. Ich habe 4 Punkte, Ideen, was Lektionen aus dem Brexit sind in Bezug punkto Freizügigkeit. Eine ist, Freizügigkeit ist tatsächlich der harte Kern der EU-Bürgerschaft. Wenn politische Eliten beginnen, die Freizügigkeit zu attackieren, wie das in Großbritannien nicht nur UKIP, sondern auch die Tory Party gemacht hat, dann haben sie einen Fuß in der Tür zum Austritt aus der EU. Es ist ein brandgefährliches Spiel, die Freizügigkeit in Frage zu stellen. Ja, dann bröselt es in der EU. Das haben wir durch den Brexit gelernt. Eine zweite Lektion ist, es wird in der EU in der Regel sehr strikt unterschieden, vor allem in Brüssel im EU-Jargon, zwischen mobilen EU-Bürgerinnen einerseits und Migrantinnen, das sind dann immer Drittstaatsangehörige andererseits. Im Brexit-Wahlkampf ist diese Unterscheidung völlig zusammengebrochen. Sie sind wahrgenommen worden als Migranten und die EU ist wahrgenommen worden als ein Verlust der Kontrolle über Einwanderung. Es ist auch tatsächlich schwer zu begründen, warum unter den Aspekten nicht des Zugangs, sondern der Integration und der Situation am Arbeitsmarkt ein so fundamentaler Unterschied besteht oder bestehen sollte zwischen EU-Migranten und Nicht-EU-Migranten. Im Prinzip stellen sich ähnliche Integrationsfragen und sie müssen auch gemeinsam mit ähnlichen Ansätzen gelöst werden.
Dritte Brexit-Lektion. In der Politik und der Freizügigkeit kann ein wahrgenommener Kontrollverlust stärker wiegen als ein rein ökonomischer Nutzen. Die konservativen Befürworter von Remain haben reingesetzt auf das Argument, das ist ökonomisch nützlich für uns. Gewonnen haben die das politisiert haben und gesagt haben, es geht um Souveränität, es geht um Kontrolle. Wir wollen, we want control back. Das hat sich durchgesetzt und auch daraus muss man lernen. Und vierter Punkt, was wir aus Brexit gelernt haben, auch bei dem vergeblichen Versuch von David Cameron, noch ein Abkommen mit Brüssel zu erreichen, das er verkaufen kann für den Remain. Worum ist es dabei gegangen? Um den Zugang zu Sozialleistungen für EU-Bürger in einem Arbeitsmarkt. Da wollte er sozusagen eine Verzögerung einführen. Und das ist in Brüssel nicht gut angekommen. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den man reden muss. Wenn die EU-Bürgerschaft zunehmend ausgestattet wird mit sozialen Rechten, wie einem europäischen Mindestlohn zum Beispiel, dann muss es eine Differenzierung geben. Dann kann es nicht sein, dass sozusagen unmittelbarer Zugang zu völlig den gleichen Sozialrechten für mobile EU-Bürgerinnen möglich ist. Stellen Sie sich vor, weil das jetzt auch in der Pandemie zunehmend diskutiert wird, ein unbedingtes Grundeinkommen in Europa. Das könnte zwei Formen annehmen. Entweder ist es ein nationales Grundeinkommen, dann ist es sicherlich auf so unterschiedlichem Niveau, dass es einen enormen Migrationsanreiz bieten würde, wenn man das bekommt, sobald man in dem anderen EU-Staat einwandert. Die alternative Lösung dazu ist ein EU-weites Grundeinkommen. Und ein EU-weites Grundeinkommen müsste so niedrig angesetzt werden, dass es in den meisten Staaten die Funktion, die es haben sollte, nämlich neue Optionen zu schaffen für jene, die am Arbeitsmarkt jetzt wenig Chancen haben, kaum mehr erfüllen könnte, weil es nicht ausreicht zum Leben. Philipp van Baares, glaube ich, hat vor kurzem einen Vortrag für Redset gehalten und hat das sicher weiter ausgeführt. Aber das Dilemma ist offensichtlich. Je mehr Sozialstaat, umso schwieriger ist die bedingungslose Öffnung der Sozialstaaten auch im Kontext der europäischen Freizügigkeit aufrechtzuerhalten. Lektionen aus Osteuropa. Zweiter Punkt. Es gab lange Zeit in der EU, vor allem vor der Ostöffnung, die Erwartung, Freizügigkeit als Kern des Bürgerrechts bewirkt soziale Integration auf europäischer Ebene, weil die jungen Generationen dann den europäischen Arbeitsmarkt als ihren Chancenraum begreifen. Es ist auch tatsächlich so, es lässt sich zeigen in soziologischen Studien, Theresa Kuhn, Ettore Recke und andere haben das untersucht, proeuropäische Einstellungen sind stärker bei jenen, die selbst Freizügigkeitserfahrung gemacht haben oder in deren Familie es diese starken transnationalen Erfahrungen gegeben hat in der EU. Aber das Problem ist, Integration auf der EU-Ebene oder auf der Ebene der Gesellschaften in der EU findet dann statt, wenn Mobilität einigermaßen gleich verteilt ist und wechselseitig ist. Und das ist in der EU definitiv nicht, vor allem nicht seit der Osterweiterung. Sie ist einseitig von Ost nach West gegangen und sie ist auch innerhalb der sogenannten neuen Mitgliedstaaten sehr ungleich verteilt, wenn man jetzt Stadt- und Landregionen ansieht. Es gibt eine Abwanderung aus ländlichen Regionen, die in einigen osteuropäischen Staaten dramatisch ist. Bulgarien hat eine Schrumpfung der Bevölkerung von 9 Millionen im Jahr 1990 auf 6,9 Millionen im heurigen Jahr durchgemacht, primär aufgrund von Abwanderung in andere EU-Staaten. Es ist ein Verlust von mehr als 2 Millionen in dieser Zeitspanne. Das muss man sich einmal vorstellen, was das bewirkt. Und vor allem in den Regionen, die völlig entvölkert werden. Interessant ist, dass alle diese Staaten nicht sagen, wir wollen keine Freizügigkeit mehr. Aber es gibt den Effekt des Aufstiegs von Rechtspopulisten, die Unzufriedenheit kanalisieren und politisieren, die entstanden ist aus dem wahrgenommenen Verlust von Bevölkerung, von Infrastruktur, von Dienstleistungen, der Abwanderung der besser Qualifizierten, die nicht völlig kompensiert werden kann durch die Rücküberweisungen, die ein wichtiger Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder sind. Es gibt also das Paradox, dass der migrationsfeindliche Populismus sowohl in Zielländern als auch in Abwanderungsländern in Europa steigt, aus unterschiedlichen Gründen.
Aber beides muss im Auge behalten werden und das ist ein möglicher schwieriger Seiteneffekt des Freizügigkeitsregimes. Ich schaue jetzt kurz auf die Uhr und werde vielleicht, damit es nicht allzu lang und langweilig wird, die Lektionen aus der Pandemie überspringen und komme zu meinem Schluss. Meine Schlussfolgerung wäre, dass eine Menschenrechtsperspektive und eine humanitäre Perspektive angesichts dieser und anderer migrationspolitischer Dilemmata und der demokratischen Spaltung unserer Gesellschaft in Migrationsfragen notwendig ist, aber nicht mehr ausreichend ist. Es gibt in unseren Gesellschaften derzeit keine stabilen Mehrheiten für entweder ein offenes oder ein geschlossenes Modell europäischer Gesellschaften, sondern es gibt eine wachsende Kluft zwischen diesen Werthaltungen, die sich auch nicht mehr völlig deckt mit der alten politischen Polarisierung, mit dem Lagern zwischen links und rechts, sondern teilweise quer dazu angesiedelt ist. Was heißt das? Das heißt, jene, die für offene und mobile Gesellschaften eintreten, und ich würde mich dazu rechnen, und die das auch für ihre eigenen Lebensprojekte benötigen, werden die politische Auseinandersetzung verlieren, wenn sie sich nicht demokratisch beteiligen und artikulieren. Demokratische Beteiligung, das Problem, die älteren Generationen, die weniger mobil sind, beteiligen sich sehr stark. Die jüngeren Generationen, die mobil sind und Mobilität brauchen, haben geringere, vor allem Wahlbeteiligungen und deren Interessen werden daher schwächer vertreten. In diesen Debatten um die Offenheit europäischer Gesellschaften sind die Menschenrechte ein Minimum, das die meisten Dilemmata aber nicht auflösen kann. Kosmopolitische Utopien der offenen Grenzen sind andererseits ein Maximum, eine Utopie, für die es in Demokratien, die sich als Staaten behaupten wollen und die eigenen Interessen ihrer Bürgerinnen verfolgen müssen, auch wenig Basis gibt. Was wir daher brauchen, ist sozusagen ein zusätzliches Wertefundament. Und das sind demokratische Normen und Eigeninteressen, die die Vision mobiler und offener Gesellschaften unterstützen können, statt ihr entgegenzulaufen. Das war alles, was ich einleitend zur Diskussion stellen wollte. Und ich freue mich jetzt sehr auf die hoffentlich kritischen Ergänzungen und Kommentare von Janis. Ich muss Sie enttäuschen. Erst bin ich noch mal dran. Ich habe mir angewöhnt, weil es ja oft sozusagen sehr unterschiedliche Aspekte sind, die in den beiden Statements zum Tragen kommen, immer zwischendurch noch ein paar sozusagen erklärende Nachfragen zu stellen, bevor ich überleite. Das würde ich gerne tun und würde gerne drei Punkte ganz kurz noch mal konkretisiert bekommen von Ihnen. Sie haben ja im Wesentlichen durchaus einen Status quo beschrieben der aktuellen Lage und auch der sozusagen Durchsetzbarkeit von Freizügigkeit und haben darüber gesprochen, dass Mobilitätschancen zwischen reichen und armen Staaten, wenn sie sozusagen exzessiv ausgelegt würden, utopisch seien. Das Wort, was Sie benutzt haben, wenn es um Bewegungsfreiheit geht. Aber ist nicht genau, Sie haben das zum Schluss noch mal ein wenig erklärt, weil Sie gesagt haben, es braucht ein zusätzliches Wertefundament. Das wäre nämlich meine Frage. Muss es nicht in Europa genau darum gehen, aus dieser Utopie eine lebbare Realität zu machen, dass diese Mobilität möglich ist zwischen Reich und Arm? Das ist doch sozusagen, das basiert doch auf den Normen der Europäischen Gemeinschaft. Ja, langfristig und im utopischen Sinne bin ich ein glühender Befürworter der Mobilität zwischen armen und reichen Staaten. Die Voraussetzung dafür, dass diese Mobilität tatsächlich Mobilität ist, das heißt Freizügigkeit, die nicht der Migrationskontrolle der reichen Staaten unterliegt, ist, dass sich das Wohlstandsgefälle verringert, schlicht und einfach. Das heißt, was es braucht dafür, ist nicht die Öffnung der Grenzen, sondern was es braucht... Jetzt sind Sie gerade weg. Hören Sie mich? Was es braucht ist... Ja, jetzt, Sie sind ein wenig abgehakt, aber ja. Mhm. Okay. Was es braucht, ist Ressourcentransfers und Sustainable Development, inklusive der Demokratisierung, der demokratischen Entwicklung der ärmeren Länder im globalen Süden. Meine These war ja, wenn Staaten sich angleichen in ihren politischen Systemen und Entwicklungsgefällen, dann haben sie Anreize und Gründe, Bewegungsfreiheit zwischen den Staaten möglich zu machen. Solange das nicht der Fall ist, ist, glaube ich, Bewegungsfreiheit das falsche Mittel zum Ziel.
Okay, verstehe. Das heißt nicht, dass es nicht Mobilität geben sollte. Mhm. Also der Punkt, den ich unterschlagen habe mit der Pandemie, war zum Beispiel, dass Mobilität, aber nicht im Sinne von Freizügigkeit, sondern temporäre Formen der kontrollierten Migration sich als sehr, sehr wichtig herausgestellt haben. Denken Sie an die Saisonarbeiter, die Erntehelfer, die Pflegekräfte. Die brauchen Mobilität, um ihren Beruf auszuüben, und die werden gebraucht als systemerhaltende Arbeitskräfte in den Aufnahmestaaten. Und das ist eine Mobilität, wo sozusagen nicht darauf ankommt, kommen die jetzt aus gleichreichen Staaten, sondern da muss man Kanäle schaffen, in denen die in geregelter Weise auch tatsächlich grenzüberschreitend mobil sein können. Gut, noch zwei konkrete Fragen zu zwei Ländern. Sie haben den Brexit angesprochen, hochspannendes, sehr komplexes Thema. Ich habe ja während des Brexits 3 Jahre in Großbritannien gelebt. Und insofern bin ich auch da über eine Formulierung gestolpert. Sie sagten sozusagen, es ging darum, to take back control. Das war der Slogan der Brexiteers und von Johnson. Und Sie haben gesagt, letztlich sei es dann zum Schluss um Souveränität gegangen. Wie kann man, oder meine Frage wäre die Souveränität wurde letztlich daran festgemacht, dass am besten die EU-Bürger, selbst die EU-Bürger, ich muss anders formulieren, EU-Bürger waren nicht grundsätzlich nicht mehr gewollt, sondern es waren ganz bestimmt EU-Bürger nicht mehr gewollt, auch das erwähnt Sie, es ging vor allem um Osteuropäer, die Amerikaner, die Australier, die Briten, auch die Deutschen hätten gerne weiter bleiben dürfen. Wie kann man vermeiden, in einem demokratiepolitischen Diskurs, dass aus Souveränitätsdebatten Rassismus wird? Ich hätte eine Antwort dazu, aber mein erster Rat wäre, Souveränitätsdebatten abzufangen, bevor sie eskalieren und eben das Framing von Souveränität das Dominante wird. Ja. In Großbritannien gründlich verbockt worden, indem man einfach vorbeigeredet hat an dem Thema Control, ja, und gesagt hat, also die Remainers gesagt haben, ja, das ist doch so nützlich und wir brauchen das und wir sind wirtschaftlich abhängig, ja. Man muss den Leuten das Gefühl geben in solchen Debatten, Migration bedeutet nicht Kontrollverlust, sondern es bedeutet auch so eine Transformation der Gesellschaft, die sich doch immer selbst bestimmen und selbst regieren kann, auch dann, wenn sie aus Gründen des Eigeninteresses teilweise und selektiv auf die Kontrolle über Migration verzichtet, wie das in der EU eben zu den Spielregeln gehört. Das ist zu wenig vermittelt worden. Das ist sozusagen nicht... man hat sozusagen zu sehr auf das negative Szenario gesetzt und zu wenig ein positives Szenario ausgemalt. Was kann denn gemacht werden innerhalb der EU, was noch immer so Selbstregierung, ja, nicht Souveränität, sondern Selbstregierung der Mitgliedstaaten in umfassendem Sinn ermöglicht. Wie man vermeiden kann, dass das in Rassismus kippt. Also das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben der politischen Elite. Also dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Da muss es tatsächlich ein Cordon sanitaire geben. Ja? Die Überraschung ist in Großbritannien gewesen, das ist nicht mehr der alte Rassismus, den man kennt, ja, gegenüber karibischen oder südasiatischen Einwanderern. Das war auf einmal Rassismus gegenüber Polen. Ja? Ich meine, das sind viele aus den Wolken gefallen, dass es das auch gibt. Ja? Aber die waren sozusagen, die Formulierungen und die Aktionsformen waren dem Gehalt nach oder der Form nach tatsächlich rassistisch. Da braucht es einen Aufschrei. Ja? Das muss sozusagen tabuisiert werden. Rassismus kann man nicht ausmerzen, glaube ich, aber man kann ihn in die Schmuddelecke stellen. Ja? Wenn es einen Konsens der politischen Eliten gibt, der breit genug ist und der nicht liebäugelt, damit, ja, vielleicht können wir das auch doch auf unsere Mühlen umlenken und halt irgendwie zivilisieren. Okay, danke. Das Stichwort passt super, Rassismus, da sind wir ganz schnell bei Asyl- und Fluchtfragen. Und damit würde ich das Wort gerne weitergeben an Yannis Panagoutidis, der tatsächlich ja nicht nur wissenschaftlicher Leiter des Rezept, sondern auch einer der bekanntesten Migrationsforscher Österreichs und wahrscheinlich des deutschsprachigen Raums ist. Und wie für mich natürlich hochspannend als Slawistin unter anderem ein Buch über post-sowjetische Migration in Deutschland geschrieben hat, wie ich gelernt habe. Ist aber unser Thema heute nicht, sondern unser Thema ist sozusagen die andere Seite der Migration, nämlich die Frage, über die wir auch sprechen, warum wachsen Mauern und Grenzen mit Blick auf die Fluchtbewegungen. Ja, danke schön. Ich
dieses, es ist der Verweis jetzt auf meine Arbeit im Bereich postsowjetische Migration verbindet sich insofern ganz schön mit dem, was Rainer Bauböck zuletzt sagte über Rassismus gegenüber osteuropäischer Migration in Großbritannien, als dass das tatsächlich ein Thema ist, das mir in der Beschäftigung mit der Auseinandersetzung, also in der Beschäftigung mit Migration aus dem postsowjetischen Raum eben auch verstärkt untergekommen ist und was tatsächlich auch ein neues Projekt ist, mit dem ich mich vertieft beschäftige, nämlich diese Form von Rassismen gegen Menschen aus Osteuropa, die tatsächlich eine lange Genealogie hat, auch in Europa, in Deutschland und Zentraleuropa sehr stark, aber unter anderem auch in Großbritannien, wo ja zum Beispiel der Nationalities Act von 1905, wo das erste Mal so dieses britische Freizügigkeitsregime, das damals herrschte, massiv beschränkt wurde, unter Bezug auf Migration aus Osteuropa stattfand. Damals vor allem jüdische Migration aus Osteuropa. Das heißt, wir sehen da auch beim Brexit, aber auch in vielen anderen Zusammenhängen so gewisse Geister der Vergangenheit zurückkehren, wo es eben ganz viel auch um innereuropäische Differenzen und Hierarchien und eben auch Rassismen geht. Das ist aber nicht eigentlich das Thema, wozu ich hier sprechen möchte. Und auch die sozusagen die Frage also ich werde diese Frage von Fluchtmigration, Asylmigration auch in den Blick nehmen, allerdings auch unter Bezug auf tatsächlich dieses Oberthema Freizügigkeit, weil diese beiden Komplexe, denke ich, sehr stark miteinander zusammenhängen im europäischen Kontext. Und das ergibt sich, da möchte ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, nicht zu weit, denn zu viel Zeit möchte ich auch nicht in Anspruch nehmen. Und Rainer Bauböck hat auch schon sehr viele wichtige Grundlagen hier gelegt. Insofern funktioniert die Arbeitsteilung, die er ansprach. Ich würde noch mal versuchen wollen, ein bisschen zu systematisieren, unter welchen Bedingungen Freizügigkeit, also ein Freizügigkeitsregime, konkret das europäische Freizügigkeitsregime, unter Druck gerät. Was da eigentlich die Probleme sozusagen sind. Rainer Bauböck hat schon einige genannt. Ich würde das noch mal versuchen zu systematisieren in im Grunde einerseits langfristige strukturelle Probleme, die damit verbunden sind, und andererseits kurzfristige Schocks, die so ein System vor Herausforderungen stellen. Und zu den langfristigen Schwierigkeiten würde ich eben zählen, dass die von Rainer angesprochene Schwierigkeit bei starkem Wohlstandsgefälle, was ja nicht nur zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden ein Thema ist, sondern eben auch innereuropäisch. Das, was angesprochen wurde, die Asymmetrie der Migration, das regelrechte Ausbluten von Teilen Osteuropas, die sehr einseitige Verteilung. Das ist tatsächlich ein Problem, und das ist auch ein Problem, wo eben, was Rainer gesagt hat, der Effekt nicht unbedingt die Angleichung ist zwischen den Staaten, sondern im Gegenteil. Freizügigkeit verstärkt dann eigentlich noch die Differenz zwischen den Staaten. Ich finde immer, wo man das relativ gut verdeutlichen kann, obwohl es vielleicht ein bisschen abseitiger wirkt, ist beim Fußball tatsächlich. Ja? Wo es eigentlich schon, ja, schon länger und umfassender als in der Europäischen Union insgesamt ein Freizügigkeitsregime gibt, durch das sogenannte Bosman-Urteil. Seitdem können Fußballer innerhalb Europas frei ihren Arbeitsplatz wählen. Und seitdem hat sich eigentlich der gesamte, also sowohl der Wohlstand als auch die sozusagen die qualitativ besten Spieler in 4, 5 Ligen in ganz Europa versammelt. Und alle anderen sind im Grunde abgefallen dagegen, haben keine Chance. Das heißt, das ist tatsächlich ein strukturelles Problem, und sowas stellt ein Freizügigkeitsregime stets vor Herausforderungen, Ungleichheit. Es gibt dann zweitens eben, würde ich sagen, so ja, kurzfristige Schocks, die ein System für Herausforderungen stellen. Da ist Corona natürlich zu nennen. Ich werde da gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Auch da funktioniert die Arbeitsteilung, nachdem Rainer das jetzt übersprungen hat. Corona als Herausforderung für ein Freizügigkeitsregime. Aber eben auch, und da denke ich, kommen wir an so eine Schnittstelle zwischen diesen kurzfristigen und langfristigen
Faktoren. Da müssen wir dann eben über Fluchtmigration und speziell über die sogenannte Flüchtlingskrise sprechen. Momentan wird ja die Situation zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze verhandelt unter diesem Schlagwort 2015 darf sich nicht wiederholen, ja, wo man sich natürlich fragen kann, was genau ist damit gemeint. Und damit ist gemeint, so interpretiere ich das, da auch der ja viel zitierte Kontrollverlust, der da stattgefunden habe, ja, das ist ja schon im Grunde, da haben Brexit und der Diskurs über die Flüchtlingskrise schon einiges gemeinsam, die Furcht vor Kontrollverlust, die Anforderung, dass die Migrationspolitik auch Kontrolle zurückgewinnen müsse. Und ich denke, dass halt bei diesem Thema Fluchtmigration die Kurzfristigkeit und die langfristigen Faktoren insofern sich treffen, als dass diese Krise, dieser wirklich massierte Phänomen von Fluchtzuwanderung tatsächlich so ein krisenhaftes Ereignis war, ein krisenhafter Schock war, aber seine Wirkung natürlich deshalb entfalten kann, weil es eben da auch langfristige Herausforderungen, strukturelle Herausforderungen gibt für das Freizügigkeitsregime, und die sind wahrscheinlich am besten zusammengefasst unter diesem Stichwort Festung Europa, Fortress Europe, was ja häufig vor allem in kritischer Absicht geäußert wird, aber was gleichzeitig ein zentrales Strukturelement von so einem Freizügigkeitsraum beschreibt, nämlich dass er dann funktioniert, wenn die Außengrenzen klar definiert sind. Ja. Und das heißt, die Integration nach innen sozusagen geht einher mit der Schließung nach außen. Also wenn die Außentüren geschlossen sind, dann kann ich drinnen alle Türen offen lassen sozusagen. Und das ist halt das, was in dieser sogenannten Flüchtlingskrise halt in Frage gestellt wurde, die Schließung nach außen. Und die Nachwirkungen sehen wir jetzt zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze. Diese Erpressbarkeit Europas, wird ja immer gesagt, Lukaschenko möchte Europa erpressen. Ja, aber warum kann er das denn? Das kann er, weil Europa signalisiert, dass man keine solche Zuwanderung, unkontrollierte Zuwanderung von außen akzeptieren kann. 2015 darf sich nicht wiederholen. Und das wiederum hat, denke ich, das ist halt mittelfristig, ist diese Haltung problematisch, auch für den Freizügigkeitsraum. Denn Fluchtmigration aus Drittstaaten wird nicht weniger werden, das hat ja Rainer auch gesagt, die wird eher mehr werden. Und die Erkenntnis, die sich ja eigentlich verstärkt durchsetzt, die eigentlich nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass sich diese Form von Migration nicht verhindern lässt. Es sterben jedes Jahr tausende Menschen an den Außengrenzen, im Mittelmeer, neuerdings im Ärmelkanal und eben im Podlesischen Wald. Und es wird ja immer mal sozusagen auch implizit und explizit darauf verwiesen, dass man sich von Seiten der EU eine Abschreckungswirkung von sowas erhofft. Aber diese Abschreckung findet nicht statt. Das funktioniert nicht. Und das heißt, diese Form von Migration aus Drittstaaten, die lässt sich auf Dauer nicht ohne weiteres kontrollieren, nicht ohne weiteres verhindern. Und das heißt, dass mittelfristig dies eben das Freizügigkeitsregime im Innern dauerhaft in Frage stellen wird. Das war ja schon nach 2015 so, dass es dann halt auf einmal wieder Kontrollen innerhalb Europas gab, und die sind auch nicht weg. Ja? Es wird nach wie vor an Binnengrenzen kontrolliert, zwischen Österreich und Deutschland zum Beispiel, selektiv natürlich, und auch nicht ohne Elemente von Racial Profiling. Ja? Das heißt, diese Kontrollen, die schleichen sich dann wieder so ein, und dieses Einschleichen ist eben etwas, was denke ich, was uns dann auch zum Thema Corona bringt. Denn Corona, eine der Antworten auf Corona war ja die Schließung der Grenzen. Und das wurde irgendwie relativ selbstverständlich eigentlich als sinnvolle Maßnahme zur Pandemiebekämpfung hingenommen.
Und das hat natürlich auch eine lange historische Vorgeschichte. Also die Schließung von Grenzen ist sozusagen eine klassische Antwort auf, oder die Verschärfung von Grenzkontrollen ist eine klassische Antwort auf Seuchen. Also ein Beispiel, ein historisches Beispiel wieder ist die Cholera-Epidemie in Hamburg 1892, deren Ursprünge man in Russland verortete. Und daraufhin hat man eben die Zuwanderung, die damals vor allem Transitmigration aus dem Russischen Reich war, in Richtung Nordamerika eben auch angefangen, viel stärker zu kontrollieren und die Grenzkontrollen einzuführen. Das war zunächst temporär gedacht. Und aber aus diesen temporären Maßnahmen wurden letztlich dauerhafte Maßnahmen. Und das ist etwas, was auch hier im Fall von Corona im Bereich des Möglichen ist, ja, dass es einfach wieder Normalität wird, dass Mobilität zu kontrollieren ist, eben weil auch Gesundheit ein hohes, natürlich ein hohes öffentliches Gut ist und die Kontrolle der Gesundheit, der Schutz der Gesundheit eben auch sozusagen Konsens ist, oder naja, mittlerweile fragt man sich, ob das noch Konsens ist, aber jedenfalls führt es dazu, dass auch Menschen, die prinzipiell eigentlich für eine offene Gesellschaft wären, für Mobilität wären, da sich auf einmal nicht mehr so sicher sind und die vielleicht etwas banale Form dessen ist, wenn zum Beispiel, das ist jetzt nicht direkt mit dem Thema Migration verbunden, aber wenn spontan irgendwo Rückreisekontrollen verschärft werden, also im Sommer zum Beispiel, Rückreisende aus Spanien wurden kontrolliert, jetzt gerade Reisende aus Südafrika, dann finden sich in sozialen Netzwerken jede Menge hämische Kommentare, ja, wären sie halt nicht weggefahren. Haha, ja, selber schuld, wer in der Pandemie in den Flieger steigt. Das heißt, Mobilität wird negativ besetzt. Mobilität wird als etwas gesehen, als irgendwie ein blöder Luxus, der halt letztlich nur Probleme schafft und es ja vielleicht besser wäre, wenn alle in ihren Ländern blieben. Dann gibt es nämlich auch keine Probleme mit Omikron-Varianten und Infektionsketten, so ungefähr die Logik. Ja? Und so schleicht dann eben eine letztlich mobilitätsfeindliche, migrationsfeindliche Logik sich auch in einen eigentlich liberalen Diskurs. Und das, denke ich, ist auch ein Problem, weil dann nämlich auch die Abwehrkräfte schwinden gegenüber Angriffen auf das Freizügigkeitsregime. Und diese Angriffe gibt es und diese Angriffe werden tendenziell auch stärker werden. So steht zu befürchten, eben auch im Zusammenspiel mit dieser Frage von beständiger Fluchtmigration. Ein letzter Punkt, der das Ganze nochmal aus einer anderen Richtung auch noch versucht anzugehen, nämlich Stichwort Arbeitsmigration. Rainer hat ja auch verschiedentlich darauf hingewiesen, dass Migration ja durchaus im Interesse von, ja, auf jeden Fall von aufnehmenden Staaten ist, die Arbeitskräfte importieren, durchaus auch im Interesse von den Herkunftsstaaten, die Arbeitslose unter Umständen importieren und dafür Remissen zurückschicken. Das ist ja letztlich der Grund, warum man sich auf dieses Freizügigkeitsregime eigentlich auch eingelassen hat. Und man hat gesehen, 2020 nach den Grenzschließungen, welche Probleme es bereitet, wenn man diese Flüsse unterbricht. Da brauchte man dann auf einmal Sonderflüge für Spargelstecher und alles Mögliche und Sonderbusse für Krankenschwestern und so, wo dann deutlich wurde, in welchem Maße insbesondere der Dienstleistungssektor in Deutschland und anderen Staaten von Migration aus Osteuropa abhängt. Das Problem nun ist, dass ich da potenziell sehe, dass man eigentlich in der Situation gesehen hat, dass Freizügigkeit in dem Zusammenhang vielleicht doch verzichtbar ist, dass man auch andere Lösungen finden kann, dass eben so ein Freizügigkeitsregime nicht irreversibel ist. Und da, denke ich, hilft auch nochmal der historische Blick, wenn man sich klar macht, dass Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg etwa ein sehr hohes Maß an Freizügigkeit innerhalb Europas und auch im transatlantischen Raum herrschte. Diese Freizügigkeit dann im Grunde durch den Ersten Weltkrieg schockartig beseitigt wurde. Das war auch so ein externer Schock, aber von dauerhafter Wirkung, denn die Freizügigkeit kam danach nicht zurück. Man hat dann andere Lösungen gefunden. Man hat dann bilaterale Wanderungsverträge sich als Instrument ausgedacht, die dann über Jahrzehnte ihren Zweck erfüllt haben, Migration ermöglicht haben,
Alles, was wir als Gastarbeitermigration kennen, fällt auch da hinein, aber da gab es eben auch schon Vorläufer seit den 20er Jahren. Die wurden dann wiederum durch den Ölpreisschock letztlich wurde dieses Instrument beseitigt. Und danach kam dann eben peu à peu oder eigentlich schon parallel dazu vorher im Rahmen der EGKS und der EWG diese europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit, aus der dann dieses Freizügigkeitsregime von heute wurde. Das heißt, wir haben im Grunde so eine Wellenbewegung von Freizügigkeit zu diesen bilateralen Verträgen, dann wieder mehr Freizügigkeit, zumindest in Europa. Vielleicht stehen wir jetzt wieder an einer Wegmarke, wo der Trend wieder zurückgeht, hin zu mehr Kontrolle, zu bilateralen Abkommen, zu Sonderkanälen für Spargelstecher statt einem umfassenden Freizügigkeitsregime. Das ist ein Stück weit Zukunftsmusik, aber ich denke, man kann durchaus Argumente dafür finden, dass das so kommen könnte. Und ob wir das wollen, ist dann nochmal eine andere Frage. Danke erstmal. Wunderbar, tausend Dank. Auch da ist das Stichwort natürlich sozusagen aufgelegt, nämlich mit den letzten zwei Sätzen. Ich würde gerne diese Diskussion, wenn mir das erlaubt wird, zumindest von mir aus für ein paar Minuten ins politische Jetzt holen. An die belarussische Grenze, nach Griechenland, ins Mittelmeer und nach Brüssel. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das in diesem Kontext nochmal neu beleuchten. Ich würde gerne von Ihnen beiden erstmal eine ganz so banale wie schwierige Frage beantwortet bekommen. Polen lässt zurzeit duldet keinen, nicht die Antragstellung von Asylanträgen. Das widerspricht europäischem Recht. Es gibt dagegen nicht nur wenig Protest, sondern auch viel Zustimmung. Ich will nicht gerade, also wenn ich polemisch wäre, würde ich sagen Dankbarkeit. Das ist ein Bruch mit europäischen Werten? Ist es auch ein Bruch mit europäischem Gesetz? Wie gehen wir damit um und wie sollten wir damit umgehen? Herr Baubeck, möchten Sie anfangen? Ja, gerne. Sie haben völlig recht. Es gibt diese schizophrene Politik gegenüber Polen. Einerseits jetzt endlich relativ effektive Sanktionen gegen den eklatanten Verfall der Rechtsstaatlichkeit, wenn es um die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte geht. Und andererseits Schulterklopfen für den Bruch der Rechtsstaatlichkeit, wenn es um die Abwehr von Asylwerbern geht. Das ist nicht nur das Faktum, dass Asylanträge nicht entgegengenommen werden, sondern dass ja ziemlich offensichtlich, leider schlecht dokumentiert, weil keine Journalisten in diese Zone gelassen werden, Pushbacks stattfinden. Das heißt, dass irgendwie aktiv zurückgeschoben wird nach Weißrussland und aus Weißrussland die Leute wieder zurückgeschoben werden an die polnische Grenze mit der Aufforderung, doch jetzt endlich die Zäune zu durchschneiden und da durchzugehen. Wie man darauf reagieren soll, das ist einerseits extrem schwierig im Detail, aber im Großen und Ganzen relativ klar. Also man müsste sagen, gegenüber den Menschen, die dort gestrandet sind, hat die Europäische Union eine Schutzverpflichtung, und zwar insgesamt. Weil sie sich nicht mehr auf Polen verlassen kann und weil zweitens die Dublin-Logik, die noch immer hochgehalten wird, ohnehin die falsche Antwort ist auf spontane Fluchtbewegungen, ist das nicht allein eine polnische Verantwortung, sondern eine Verantwortung Brüssels oder aller Mitgliedstaaten. Und das ernst zu nehmen kann nur heißen, es geht auch nicht darum, dass da jetzt irgendwie Korridore nach Deutschland gemacht werden, sondern dass es das gibt, was absolut tabuisiert worden ist nach 2015, nämlich ein Verteilungsregime. Eine Prüfung von Asylanträgen und mit dem anschließenden Versprechen und der Selbstverpflichtung von Staaten, diese Menschen auch tatsächlich aufzunehmen. Es gibt Gegenvorschläge oder Modifizierungen dieses Vorschlags, zum Beispiel von Gerald Knaus, den ich sehr schätze. Ja, aus realpolitischen Gründen kann die Prüfung der Asylanträge nur außerhalb Europas stattfinden, außerhalb der EU. Ja? Und dann macht man doch Abkommen mit der Ukraine oder mit Moldova, wo diese Asylanträge geprüft werden sollen. Da sehe ich keine Voraussetzungen dafür. Das ist auch, glaube ich, nicht wirklich realpolitisch, weil diese Staaten nicht willens sind, das zu tun.
und auch nicht fähig sind und selbst sozusagen mit anderen Problemen kämpfen. Das ist auch eine Abschiebung der Verantwortung, die jetzt nicht bei der Ukraine liegt, in diesem Fall schon gar nicht. Ja. Bei der Türkei konnte man noch sagen, okay, die Türkei, die hat 3 Millionen aus Syrien aufgenommen und da muss mit der Türkei verhandelt werden. Ukraine hat keine Syrer aufgenommen, die sind direkt nach Minsk geflogen. Warum sollte jetzt die Ukraine zuständig sein? Also das Wegschieben der Verantwortung muss gestoppt werden. Der zweite Teil ist aber, dass man sagt, das ist eine akute Krise, da geht es um die Menschen, die dort gestrandet sind, jetzt auch eine humanitäre Frage. Aber gleichzeitig muss sozusagen der Zufluss in dem Fall tatsächlich gestoppt werden. Also die Route nach Minsk muss irgendwie geschlossen werden. Das ist jetzt nicht das Mantra von Sebastian Kurz aktualisiert, die Westbalkanroute muss geschlossen werden. Das war, glaube ich, nicht die richtige Antwort. In dem Fall aber, weil es tatsächlich um die Erpressung der erpressbaren EU geht, geht es tatsächlich darum zu verhindern, dass mehr Leute sich auf diesen Weg machen und von Lukaschenko instrumentalisiert werden in seinem Versuch, die EU-Sanktionen sozusagen mit einer Rache zu beantworten, die der EU wirklich wehtut. Also diese zwei Dinge muss man gleichzeitig machen. Die, die jetzt schon dort sind und nicht mehr zurück können, ja, für die muss eine Aufnahmelösung gefunden werden, ohne dass die ein Präzedenzfall ist für weitere Zuströme über diesen Kanal. Die regulären Kanäle für die Aufnahme von Schutzsuchenden in der EU, die müssen über die traditionellen Transitrouten funktionieren. Mit denen muss verhandelt werden. Mit den Herkunftsländern, soweit das geht, aber vor allem mit den Transitländern auf dem Weg von Afghanistan oder Syrien oder Eritrea in die EU. Die müssen eingebunden werden. Insofern, glaube ich, muss man für die mittelfristig da viel proaktiver agieren, als die EU das derzeit in der Lage ist. Jetzt habe ich viel zu lange geantwortet. Aber nein, sehr gut. Janis, hat sich die EU eigentlich, ehrlich gesagt, schon selber aufgegeben in dem Moment, in dem sie es als selbstverständlich akzeptiert hat, dass die Polen die Asylbewerber nicht ins Land lassen? Naja, die EU schließt ja im Grunde, setzt eigentlich nur das fort, was ja anderswo jetzt auch schon länger passiert. Also die Pushbacks zum Beispiel finden auch an der kroatisch-bosnischen Grenze schon seit längerem statt, mit sehr viel weniger öffentlicher Aufmerksamkeit, aber gut dokumentiert durch entsprechende aktivistische Kreise zumindest. Und an der griechisch-türkischen Grenze letztlich auch. Ja. Und also die ganze Situation, die sich dort ergeben hat, inklusive Pushbacks, inklusive Internierung von Menschen im Lager Moria, das ja nach dem Brand im Grunde auch nur neu wieder aufgebaut wurde und genauso weiter existiert wie bisher. Man hat sich da schon von allerlei Grundsätzen letztlich verabschiedet, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Ja? Sowas wie Recht auf zumindest einen Asylantrag zu stellen. Sowas wie nicht auf einer Insel irgendwo dauerhaft festgesetzt zu werden. Die EU macht im Grunde nur das, was sie eben schon länger tut an ihren Außengrenzen. Und das ist ein Problem. Das ist deshalb ein Problem. Und da möchte ich mich auf etwas beziehen, was mein früherer Osnabrücker Kollege Frank Wolf verschiedentlich beschrieben hat. Ich gucke gerade, der ist leider nicht heute hier. Das wäre ja auf Zoom ganz praktisch sonst. Der hatte jetzt zuletzt bei verfassungsblog.de darüber geschrieben und auch schon vorher mal in der FAZ unter der Überschrift Die Mauer greift nach innen aus, nannte er das. Und da geht es darum, dass um das Phänomen, dass wenn man anfängt, rechtsstaatliche Grundsätze, menschenrechtliche Grundsätze an den Außengrenzen zu ignorieren, dass das nicht ohne Folgen bleibt für das Innere, für die innere Verfasstheit der Europäischen Union. Und das polnische Beispiel wäre ja genau so ein Fall dafür. Wenn man einerseits Polen dafür kritisiert, rechtsstaatliche Grundsätze zu ignorieren und andererseits dafür lobt, wenn sie das in anderen Fällen tun, oder zumindest nicht direkt dafür kritisiert, sondern das stillschweigend toleriert, dann ist das fatal. Ungarn ist ein anderes Beispiel dafür. Also nicht, dass sozusagen Orbán jetzt diese Ermutigung gebraucht hätte, aber die Tatsache, dass als Orbán 2015 den Zaun nach Serbien bauen ließ, dann hat man einerseits gesagt, du, das ist aber nicht schön, und andererseits hat man es letztlich auch
mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass Orbán diese Route geschlossen hat. Und hat den ein Stück weit auch einen Freibrief gegeben für alles Mögliche, weil man auch dann sich in dem Sinne dann auch wieder erpressbar macht. Das heißt, ja, sowas wirkt sich auf die innere Verfasstheit aus und das hat dann eben so einen Ketteneffekt, der dann tatsächlich ein Wertefundament, das gesamte Wertefundament letztlich in Frage stellen kann. Ist der Vorschlag, der vor anderthalb Tagen aus Brüssel gekommen ist, nämlich die Fristen auszusetzen bzw. zu verlängern an der belarussischen Grenze, ist das realpolitisch pragmatisch oder ist das ein weiterer Schritt in Ihren Augen in diese Richtung, die Sie gerade beschrieben haben? Ja, es ist schwer zu sagen. Also das ich meine, ich sage mal so, ich möchte es auch nicht zu absolut setzen. Also es ist in dem Sinne, dass es ist eine akute Situation, die sich dort ergeben hat. Und das bedeutet sozusagen, dass nicht alle Lösungen, die man jetzt findet, sozusagen automatisch dann auch ein negativer Präzedenzfall unbedingt sein müssen. Ja? Also wenn man irgendwie versucht mit solchen Lösungen, ich weiß nicht, sozusagen letztlich Zeit zu gewinnen oder ich weiß es nicht, dann muss das sozusagen noch nicht den Untergang des Ganzen bedeuten, aber es ist schon problematisch. Natürlich ist es problematisch, wenn man sozusagen ein Regelwerk hat, dass man an solchen Stellen dann nicht mehr respektieren kann, nicht mehr respektieren will. Das ist tatsächlich ein Problem. Ja? Und das ist das führt dann ja auch, verbindet sich auch mit dem, was Rainer Baubeck vorher gesagt hat, zu der Dublin-Logik, die ja eben auch eine verheerende Wirkung hat. Eine verheerende, die hatte schon lange vor der Krise von 2015 eine verheerende Wirkung, weil Staaten wie Italien, Lampedusa und so weiter allein gelassen wurden mit diesem Problem und zwar dezidiert allein gelassen wurden. Das hat der Innenminister Friedrich damals vor 10 Jahren wortwörtlich gesagt, Italien solle mit seinem Flüchtlingsproblem selber fertig werden. Genau. Und das ist jetzt, das sorgt natürlich immer wieder für Incentives, für Anreize, dann auch für die Frontstaaten sozusagen, die Außengrenzenstaaten, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Wir kommen, ich habe gleich nur noch 2 Fragen, dann gebe ich auch sozusagen an die große Gruppe ab. Ich würde diese Frage nur von eben gerne nochmal Professor Baubeck stellen. Reagiert die EU pragmatisch oder geht sie einen weiteren Schritt in die, wenn man so will, in eine problematische Richtung? Beides würde ich sagen. Also die EU reagiert pragmatisch in dem Sinn, dass die EU ja nichts anderes tut, als die von der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten gewollte Politik zu vollziehen. Also wir dürfen uns auch nicht so vorstellen, dass die Kommission da einen Zauberstab hat und jetzt irgendwie unmittelbar Politik machen könnte. Alle EU-Institutionen sind abhängig von einem gewissen Minimalkonsens unter den Mitgliedstaaten. Und der lautet in dieser Frage tatsächlich Abwehr. Ja? Und das ist der Auftrag, den die dann exekutieren. Ja? Sie können auch kaum anders. Ja? Ihr politisches Mandat wäre sofort in Frage gestellt, wenn sie anders handeln würden. Also was die Kommission machen kann, ist, sie kann längerfristig Gesetzesinitiativen an das Parlament und an den Rat herantragen. Das tun sie ja auch mit dem vorgeschlagenen Migrations- und Asylpakt, in dem ja immerhin einige Dinge wieder drinnen stehen, die eindeutig nicht gewollt werden, wie zum Beispiel neue Formen eines Verteilungsschlüssels, der in meinen Augen aber wenig Chancen auf Erfolg hat und auch eingebaute Fehler hat, die ihn schwer machen. Also wir befinden uns in einer regressiven Phase. Womit Sie mich gleich zur nächsten Frage leiten, bevor ich dann endgültig eine Klappe halte, nämlich genau, also der Verteilungsschlüssel hat nicht funktioniert. Dieser neue Migrations- und Asylpakt steht auf dem Papier, wird aber nicht umgesetzt. Was muss jetzt passieren, um irgendeine Form von sozusagen zukunftsfähigem Verteilungsmechanismus zu installieren, wenn gleichzeitig der Abwehrmechanismus täglich stärker wird? Ich wüsste es. Also derzeit sehe ich eigentlich nur die Chance, zivilgesellschaftliches Engagement in dieser Frage koordiniert und gleichzeitig in allen Mitgliedsländern
das zeigt und dokumentiert, es gibt eine Zivilgesellschaft, die in dieser Frage auf der anderen Seite steht. Das ist derzeit wahlpolitisch gesehen nicht wirklich durchsetzbar, daher werden nur ganz wenige Parteien sich dahinter stellen, aber die, sagen wir so, das, was man spontan gesehen hat in der sogenannten Willkommenskultur im Jahr 2015, das jetzt nicht stattfindet, weil in gewisser Weise ist das Regime ja effektiv. Ja, es hält ja genügend Leute draußen oder an den Grenzen fest. Das müsste jetzt übersetzt werden, eine politische Form der Solidarität. Ja, ob das chancenreich ist und möglich ist, da habe ich auch meine großen Zweifel. Ich bin sehr fürchte. Das Diktum ist 2015, soll es nicht mehr geben, eine Alternative zum Migrations- und Asylpakt und wie könnte er aussehen? Ich bitte um eine kurze Antwort. War kurz bei mir das Internet schwach und ich habe den Anfang der Frage nicht verstanden. Ich hatte ich hatte die Frage an Jannis weitergeleitet. Ich hatte gesagt, das Diktum war wahrscheinlich, das Diktum ist zurzeit 2015, darf es nicht mehr geben. Ich fürchte, die Wahrheit ist, 2015 wird es auch nicht mehr geben, mit Blick auf eben diese große diese Willkommenskultur, die Sie ansprachen, und wollte von Jannis mit der Bitte um eine kurze Antwort eben auch nochmal wissen, was ist die Alternative zu einem nicht umsetzbaren Migrations- und Asylpakt? Ja, auch da gilt, wenn ich das wüsste, wäre ich... Mein Job ist, Fragen zu stellen. Ja, klar, nein, dann wäre ich viel schlauer als viele andere. Also ich meine, das was Rainer Beubel gesagt, würde ich so auch unterschreiben. Also es, sozusagen in Abwesenheit einer politischen Lösung, sozusagen einer regierungspolitischen Lösung, bleibt die Zivilgesellschaft als ein Faktor, und das sieht man ja, das passiert ja in Polen zum Beispiel durchaus, die Initiative mit den grünen Lichtern, was ja im Grunde auch eine Spielart von dem ist, was man sonst so auch als so, ja, im Grunde Sanctuary Cities mäßig, ja, also man bietet halt so eine Art Bürgerasyl an. Das ist sozusagen, das ist kurzfristig, ist das durchaus eine Antwort. Mittelfristig vielleicht in dem Sinne, dass es sozusagen im besten Falle eine positive politische Dynamik auch entwickeln kann, die dann eben auch Regierungen wiederum das demokratische Mandat gibt, zu sagen, okay, wir finden jetzt Lösungen, wir nehmen jetzt mehr Leute auf. Denn was man ja vor dem, ich meine, dieses 2015 war ja, bedeutet ja so viel und war so ambivalent in vielerlei Hinsicht. Einerseits Aufstieg der AfD in Deutschland zum Beispiel, andererseits eben diese Willkommenskultur. Es sind ja zwei mögliche Antworten. Die Frage ist eben sozusagen, welche ist stärker und von welche ermutigt sozusagen Politik, ihr auch zu entsprechen. Ja? Und da wäre eben die Hoffnung, dass es so einen Impuls von unten sozusagen geben kann. Ja? Aber lang stark. Letzte Frage meinerseits an Sie beide, bevor ich das Forum öffne. Soll die Genfer Flüchtlingskonvention überarbeitet werden, müssten die Rechte für Flüchtlinge, Asylbewerber, die in dieser Konvention ja nicht sehr spezifisch ausformuliert sind, verstärkt werden? Die Genfer Flüchtlingskonvention kann nicht überarbeitet werden und sollte unangetastet bleiben, weil in der heutigen Situation jeder Versuch, das zu überarbeiten, zu einer Verschlechterung führen würde. Verstehe. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist aber schon lange nicht mehr die einzige Handlungsrichtlinie, auch für den UNHCR, der direkt aus ihr sein Mandat bezieht. Der UNHCR hat selbst sich ein Mandat geschaffen für Displaced Persons, die aus allen möglichen Gründen vertrieben worden sind, die jetzt nicht von der Genfer Flüchtlingskonvention im engen Sinn abgedeckt wird. Das heißt, es braucht auf globaler Ebene sehr viel mehr Global Governance Initiativen rund um Organisationen wie den UNHCR, aber nicht beschränkt auf diese, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Klimavertriebene in Zukunft gewisse Chancen finden, Mobilitätskanäle in andere Staaten zu haben, um vielleicht wieder zurückzukehren, wenn das ein saisonales Problem ist und Ähnliches. Das ist mit der Genfer Flüchtlingskonvention nicht lösbar. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention in Frage zu stellen, ist derzeit brandgefährlich. Und besser ist es, zusätzliche Instrumente zu schaffen, wie das ja auch der Global Compact on Migration. Sehr gut, spannend. Okay, Jannis?
Ja, also es ist leider richtig, dass jede Überarbeitung zurzeit eben sozusagen in die falsche Richtung gehen würde, was nichts daran ändert, dass es mehr Instrumente braucht. Ich habe auch an anderer Stelle dafür argumentiert, dass man eben schon die Genfer Flüchtlingskonvention natürlich auch als zeitgebundenes Dokument sehen muss, die zu einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Flüchtlingssituation reagiert hat und andere Phänomene wie die angesprochenen Klimaflüchtlinge eben nicht erfassen kann. Aber ich denke, Rainer hat recht, dass man sich im Zweifel wahrscheinlich keinen Gefallen tut, dieses Bündel aufzuschnüren, sondern eher zusätzliche Instrumente schaffen muss, um dem Abhilfe zu schaffen. Sonst begibt man sich tendenziell in Teufelsküche. Danke. Irina, kannst du sehen, ob sich jemand meldet? Weil ich kann es von hier aus jetzt gerade nicht. Noch nicht. Möchte jemand teilhaben, protestieren, fragen, politisieren? Ich sehe eine Hand. Genau, Carsten, vielleicht möchtest du ansagen, ob Menschen, die eine Frage haben, ein Plus in den Chat schreiben sollen oder die Hand heben. Lieber die Hand heben. Ich finde das immer übersichtlicher, sonst muss ich immer sozusagen schielen, wenn das möglich ist. Super. Dann hat Frau Kukowitz eine Frage. Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank für die sehr spannenden Vorträge. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ich würde gerne einerseits an die Fragen von Frau Kalweit, so was muss passieren, und gleichzeitig auch an den Beginn, an den Vortrag von Herrn Bauberg anknüpfen. Sie haben da von der Utopie der globalen offenen Grenzen gesprochen und diese ja ein Stück weit auch kritisiert und dem gegenübergestellt eher einen realpolitische oder einen, wie haben Sie es, realistischen normativen Zugang. Meine Frage wäre jetzt, ob diese Utopien langfristig nicht eigentlich unterschätzt werden. Wenn wir uns anschauen, Nationenbildung zum Beispiel, war das nicht auch eigentlich historisch ein utopisches Vorhaben? Wenn wir uns anschauen, die Abschaffung der Sklaverei, kann das nicht auch als ein utopisches Vorhaben gesehen werden? Oder auch die rechtliche Gleichstellung der Frauen in vielen Ländern, wie sie bereits realisiert ist, zum Großteil, kann das nicht auch als ein utopisches Vorhaben gesehen werden? Und ich spreche da vielleicht stärker auch aus einer Bildungsperspektive. Mich würde interessieren, ob, also gerichtet an jetzt beide Vortragenden oder an das Forum insgesamt, ob Utopien nämlich nicht eine sehr starke transformative Kraft auch haben können. Sie haben jetzt in den Antworten an die Fragen, was muss passieren, die Zivilgesellschaft angesprochen, aber eben auch, ist es doch auch die Aufgabe von den Thinktanks sozusagen oder den Intellektuellen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft diese Utopien zu stärken, um auch realpolitische Veränderungen dann schaffen zu können. Dankeschön. Danke, ich übergebe mal an die beiden Herren. Die Frau Kukowitz schlägt in meine Kerbe sozusagen von vorhin, genau. Kann uns das reichen, darf uns das reichen? Sehr gerne, und die Frau Kukowitz hat auch ein Denkmuster angesprochen, das auch in der politischen Philosophie zu dieser Frage weit verbreitet ist. Das lautet ungefähr so, also bis zum 18. Jahrhundert konnte man sich nicht vorstellen, wie eine Welt ohne Sklaverei denn aussehen würde. Ja? Die Leute waren völlig gefangen in der Vorstellung, dass Sklaverei irgendwas mit einer natürlichen Ordnung der Dinge zu tun hat und eben nicht abschaffbar ist. Und heute ist es umgekehrt. Wir können uns nicht mehr vorstellen, wie Menschen sozusagen mit diesem moralischen Unrecht einfach sich abfinden konnten damals und das hinnehmen konnten als quasi natürlich und gegeben. Und mein Freund und einer der wichtigsten politischen Philosophen, die über dieses Thema geschrieben haben, über Migration, zieht genau diese Analogie mit der Bewegungsfreiheit. Er sagt, irgendwann einmal leben wir vielleicht in einer Welt, in der wir uns nicht mehr vorstellen konnten, warum es denn möglich war, globale Ungerechtigkeit durch Einwanderungskontrolle zu zementieren. Ich glaube aber, dass wir uns immer bewusst sein müssen, was sind denn die Voraussetzungen für die Realisierung einer solchen moralisch progressiven Utopie im jeweiligen Fall. Also Gleichberechtigung von Frauen, was hat es gebraucht, um das realisierbar zu machen? Abschaffung der Sklaverei, was hat es gebraucht, um das realisierbar zu machen?
und Aufhebung der Öffnung der Grenzen global. Was braucht es dafür, um das realisierbar zu machen? Und ich habe für das letzte Thema, für die Bewegungsfreiheit, eben zwei Thesen angeboten. Das eine ist, es braucht einen Weltstaat. Dann können wir sagen, wir sind alle Bürger und Bürgerinnen des Weltstaats und wir haben Bewegungsfreiheit innerhalb dieses Weltstaats, genauso wie ich als Österreicher Bewegungsfreiheit innerhalb Österreichs habe oder als Europäer, ja, als europäischer Bürger innerhalb der Europäischen Union. Die zweite Möglichkeit ist, vielleicht braucht es keinen Weltstaat, aber es braucht zumindest ein globales Staatensystem, in dem es kein dramatisches Wohlstandsgefälle mehr gibt. Unter der Bedingung können nämlich auch ihre Demokratien gefahrlos ihre Grenzen öffnen gegenüber allen anderen Staaten und nicht nur gegenüber den anderen, die auch demokratisch sind oder entsprechend ähnlichen Wohlstand haben. Und sie könnten auch dazu verpflichtet sein, das zu tun, weil es für ihre eigenen Bürger gut ist, wenn sie das allen anderen Staaten in gleicher Weise gewähren, das Recht frei einzuwandern, globale Bewegungsfreiheit herzustellen. Von diesen beiden Voraussetzungen sind wir so weit entfernt, ja, dass ich dafür plädieren würde, for the time being, ja, im Rahmen des existierenden Staatensystems und im Rahmen der demokratischen Verfassung der einzelnen Staaten zu argumentieren, was können und sollen Demokratien tun, die als Einzelstaaten das Recht auf Einwanderungskontrolle haben, um trotzdem Mobilitätschancen für ihre eigenen Bürger, aber auch für andere, die Zugang brauchen und benötigen, zu erhöhen. In die Richtung ist sozusagen mein realistisches normatives Argument gegangen. Das soll jetzt keine Abwertung der Utopie sein, sondern das soll nur zeigen, um diese, wenn man auf Nachfragen stößt, ja, bei Skeptikern, wie man diese Utopie verwirklichen will, dann stellt sich sehr schnell heraus, um die zu realisieren, braucht es Bedingungen, die wir als Einzelstaat überhaupt nicht herstellen können. Geht nicht. Wir können keine Weltstaat schaffen und das globale Wohlstandsgefälle abschaffen. Dazu braucht es sozusagen einen Epochenwandel und einen langen Weg. Und da stehen wir wirklich erst ganz am Anfang. Aber ich würde die Utopie nicht aufgeben und ich würde vor allem die motivierende Kraft der Utopie nicht leugnen. Also natürlich ist es für Aktivistinnen, die kosmopolitisch motiviert sind, sehr wichtig, an dieser Utopie festzuhalten. Darf ich nur ganz kurz darauf reagieren? Auf das Zweite von dem Staatensystem, weil ich bin mir nicht so sicher, ob es heißt, globale Freizügigkeit gewährleisten zu müssen, dass man überhaupt von der Nationalstaatsidee, so gern ich das jetzt tun würde, aber ob man überhaupt Abstand nehmen müsste. Weil es heißt ja nicht, dass man nicht regulieren kann, wie sozusagen die Personen sich gemeinschaftlich organisieren auf dem Territorium, wo sie hinwandern oder wo sie sich begeben. Und von dem Gefälle, des Nord-Süd-Gefälles, natürlich, es geht einher mit Verlust von Privilegien, aber das war auch der Fall, zumindest in den zwei anderen Aspekten, wenn es um die Thematik Männer und Frauen ging. Hier ist dasselbe Argument irgendwie eingeworfen worden, es geht um Privilegienverluste, warum sollte irgendjemand darauf freiwillig verzichten wollen? Und das hat funktioniert und man müsste sich meiner Meinung nach viel mehr Gedanken machen, was würde es eigentlich wirklich bedeuten, wenn diese Freizügigkeit stattfinden würde. Also das sind ja nur Thesen, was dann passieren würde. Und die Thesen sind, glaube ich, noch nicht groß. Also es gibt natürlich einige Denker, die sich damit beschäftigen, was passieren würde, aber sie sind noch nicht groß oder breit diskutiert. Und ich glaube, daran ermangelt es an einer Diskussion, wie eine Welt aussehen könnte, wenn diese Freizügigkeit gewährleistet wird unter unterschiedlichen Bedingungen, sei es in einem Weltstaatssystem oder in einem Staatengefüge, wo sehr wohl noch Nationalstaaten bestehen, die das regulieren und die sozusagen diese Innenwirkungen und die eigenen Regelungen und Regulierungen haben. Ich würde, wenn es dagegen keinen großen Widerspruch gibt, das gerne so stehen lassen, sozusagen als Rede und Gegenrede, weil ich glaube, es sind unterschiedliche Konzepte, die wir jetzt nicht sozusagen klären und lösen werden. So spannend ich das Thema tatsächlich finde, ich habe drei Kinder, die ununterbrochen mit Open Borders und unteilbaren Stickern rumlaufen, die teilen diese Utopie. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu anderen Themen? Janis, ja? Ich würde nur kurz noch zu diesem Thema noch ergänzen wollen,
dass, also ich meine, einerseits sozusagen die Utopie sozusagen als Leitstern, einerseits definitiv ja, andererseits die Frage sozusagen, die ja jetzt, die Sie in der Nachfrage noch gestellt haben, wie würde so eine Welt denn real aussehen, in der es so eine Freizügigkeit gäbe? Und da würde ich dann, wie gesagt, so banal es auch klingen mag, aber nochmal auf mein Fußballbeispiel zurückkommen. Das ist eine Welt, eine komplett freie Welt in dem Sinne, freizügige Welt, kann zulasten der Schwachen gehen. Ganz massiv sogar. Da können dann zwar manche auch aus den weniger entwickelten Staaten, sagen wir mal, sozusagen sich individuell sehr stark verbessern, aber insgesamt kann es eben sehr stark zulasten auch der Schwachen gehen. Weil eben in einem komplett freien System eben, ja, sowas kann auch so eine Art alle gegen alle dann werden. Oder im Prinzip eben das, oder nicht unbedingt gegen alle, aber es bevorteilt dann halt unter Umständen schon auch die Stärkeren letztlich. Und das wäre dann, denke ich, geht schon in die Richtung, was Rainer Bauböck auch meinte, dass eine Offenheit ohne die entsprechenden Voraussetzungen an einer relativen Gleichheit zumindest im Zweifel sogar Schaden anrichten kann. Was aber, ist mir auch klar, zu einem Catch-22 führen kann, dass man sozusagen Gleichheit voraussetzt, die man andererseits nicht erreichen kann, wenn man sozusagen nicht auch bestimmte Reformen in diese Richtung anstößt. Das ist dummerweise auch so. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu Mauern und Grenzen, Asyl und Pushback, Brüssel und den Nationalstaaten? Irgendwelche weiteren Beiträge, Proteste, Anmerkungen? Gut, dann würde ich eine letzte Frage. Frau Kraft. Ja, danke schön. Ja, ich fand, dass in beiden Vorträgen die EU ja sehr prominent vorkam, aber doch irgendwie immer nur so als so eine Hintergrundfolie. Und das Spannende ist doch irgendwie, dass die EU für sich reklamiert, dass so im modernen Migrationsregime die positiven Aspekte, die werden freudig abgegriffen mit Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und gleichzeitig ist die EU aber nichts anderes als eine potenzierte nationalstaatliche Machtfestung Europa, die sich nach außen abschottet. Und könnte man da nicht auch mal drüber nachdenken, ob man, weil die EU ja auch immer so mit so einem moralischen Anspruch der Wertegemeinschaft antritt, dass man da mal überlegt, dass das auf jeden Fall keine Lösung ist des Problems, dass man sozusagen nur Souveränitätsrechte auf eine Etage höher verlegt und sie dann noch mit mehr Klauen und Zähnen verteidigt. Also ich sehe die EU unglaublich kritisch in diesem ganzen Spiel und irgendwie weiß ich zum Beispiel nicht so genau, was unser künftiger Kanzler in Deutschland, Olaf Scholz, mit dem souveränen Europa meint. Ist das sozusagen die Ansage, dass es jetzt in diese Richtung immer weitergeht, die EU als Supernationalstaat, aber eben völlig ohne Vision? Und da würde ich auch sagen, wieso hat die EU eigentlich da keinerlei Utopie? Und ich würde auch gerne wissen, was unser neuer Kanzler in Österreich dazu sagt, der möglicherweise morgen gekürt wird. Möchten die beiden Vortragenden zu Olaf Scholz, dem Supranationalstaat und der EU als steuernde und vielleicht versagende Kraft was sagen? Ja, gerne. Ich meine, es gibt ja glühende Befürworter der Verwandlung der EU in einen neuen Bundesstaat. Ja, das ist eine Debatte, die es schon seit ewigen Zeiten gibt und die immer wieder in Wellen kommt. Und die würde auch einhergehen mit der Idee, dass die Unionsbürgerschaft endlich sowas werden soll wie eine echte Staatsbürgerschaft und die Staatsbürgerschaften der Mitgliedstaaten sich damit mehr oder weniger erübrigt haben. Im Grunde genommen ist das die Idee, die Mitgliedstaaten sollten Provinzen werden, womit sie auch auf ihre internationale Identität als UNO-Mitglieder mehr oder weniger verzichten müssten. Ich halte wenig von dieser Vision. Das halte ich nicht einmal für eine anstrebenswerte Utopie. Ich würde sie nicht ausschließen. Es hat historische Krisen gegeben, die zur Verwandlung von Konföderationen oder Staatenbünden in Bundesstaaten geführt haben. Das war in der Schweiz ein Bürgerkrieg, das war in den USA ein Bürgerkrieg. Ich würde mir das für die EU nicht wünschen. Ja? Ich kann es aber auch nicht ausschließen, dass es geschehen könnte, dass Staaten irgendwann einmal sagen, der Nationalstaat hat sich völlig erübrigt. Unter den gegebenen Umständen, inklusive der derzeitigen globalen Krisen, halte ich das EU-Modell für
erfolgversprechender in dem Sinn, dass es eben tatsächlich kein Modell ist, einen neuen Staat zu bauen, sondern einen regionalen Staatenbund. Und ich habe schon darauf hingewiesen, das ist nicht einzigartig. Das gibt es in Afrika, das gibt es in Lateinamerika. Das ist, glaube ich, der Versuch, im Weltsystem, im Staatensystem, eine Ebene einzuziehen zwischen der UNO-Ebene und der Nationalstaatsebene. Durch regionale Staatenbünde, die dann aber auch, wenn sie sich einigen und integrieren können, handlungsmächtig auf der internationalen Bühne auftreten können. Und weil genau das die Chance ist, den Nationalstaatsgedanken rauszukriegen, ja, und sozusagen die Souveränität ad acta zu legen und zu sehen, worauf kann man sich den Zwischenstaaten einigen, wie zum Beispiel die Erweiterung der Freizügigkeit nach außen oder in Zukunft ein Beitrag, ein gemeinsamer Beitrag zur Klimastabilisierung. Das, glaube ich, gelingt besser in einer Welt, in der nicht mehr nur die Nationalstaaten den schwachen internationalen Organisationen gegenüberstehen, sondern in der es auch sozusagen so etwas gibt wie viele EUs, ja, weltweit gesehen. Ja. Daher halte ich die Regionalisierung auf der überstaatlichen Ebene für eine große Chance in der derzeitigen Welt. Und bei allen Schwächen und allen Kritiken an der EU, inklusive ihrem Migrationsregime, glaube ich, sollten wir dieses Projekt nicht aufgeben. Weder indem wir sagen, das ist gescheitert, kehren wir zurück zu den Nationalstaaten, noch indem wir sagen, wir müssen jetzt endlich vorwärts marschieren zu einem EU-Bundesstaat, in dem die Mitgliedstaaten sich selbst aufgeben. Abgesehen davon, dass es für das ohnehin keine Zustimmung geben wird, weil das ist ja nicht der Zweck, der Gründungszweck der EU. Janis, möchtest du dich auch am EU-Bashing nicht beteiligen? Also am Bashing möchte ich mich nicht unbedingt beteiligen, aber ich denke, Claudia, du hast schon recht in dem Sinne, dass die EU, also dass es schon Parallelen gibt zwischen Staatsbildung, zwischen konföderaler Staatsbildung und dem, was die EU macht. Also die EU ist in dem Sinne tatsächlich kein unmittelbarer Schritt sozusagen hin zu einer globalen Utopie offener Grenzen, sondern ist tatsächlich eher vergleichbar mit beispielsweise der Deutschen Reichseinigung 1871, wo verschiedene, damals nicht Nationalstaaten, aber eben doch Territorialstaaten, sich zusammenschlossen, innere Freizügigkeit herstellten, aber die Außengrenzen in dem Moment eben viel stärker definierten und ihre äußere und die sozusagen ihre eigene Souveränität aufgaben, aber eben ein größeres souveränes Gebilde schufen, welches dann sich auch nach außen abgrenzte. Also da gibt es schon gewisse Parallelen. Ich schaue gerade nach, Cecilia Bruselius ist nicht hier, die war vorhin auch da, die arbeitet genau dazu und vergleicht eben diese Prozesse. Und da würde ich schon so sagen, dass das, also dass die EU sicher keine Lösung ist, würde ich argumentieren, oder keinen Schritt hin zu dieser Utopie sozusagen. Ob es andererseits dann bessere Lösungen gibt, ist dann eben nochmal eine andere Frage. Also das ist dann, da kommen wir dann in eine andere große Diskussion, was sozusagen dann die Alternativen wären zu dieser Form von Integration. Okay, Philipp, du wolltest auch mal was sagen. Ja, muss aber nicht sein, es ist schon spät. Aber wir sind ja zäh und in nicht so großer Runde. Ja, ich muss noch, Blümel ist gerade zurückgetreten, ich muss gleich noch Blümel verarzten. Ach, der auch noch? Ja, sorry. Das geht ja immer weiter. Arbeitet immer so heimlich, ein bisschen parallel, weil okay. Einer meinem anderen zurücktritt. Na, die kriegen ja alle gute Jobs für Gazprom oder sowas. Ne? Ja. Das müssen wir ja nicht tun. Also ich habe ja mal vor ein paar Jahren ein größeres Buch über Fluchtbewegungen geschrieben und kenne daher die Genfer Flüchtlingskonvention ganz genau. Und ich bin mir nicht sicher, oder ich habe schwere Zweifel dran, ob die im Falle von denen, die jetzt in Belarus gelandet sind oder auch in Bosnien, überhaupt zutreffend ist. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich irgendwie unbeliebt und gebe hier sozusagen den Doskozil, ja, in gewisser Hinsicht, der eingangs erwähnt wurde, aber ich bin mir nicht sicher. Einfach aufgrund der völlig verschiedenen Migrationsformen in die Länder hinein, also die Umstände, wie praktisch der Ausgangsort zusammenkam. Bei der Türkei ist das was ganz anderes, bei Libyen zum Teil auch, Marokko etc. Dort gibt es keinen räumlichen Zusammenhang, keinen unmittelbaren
zwischen zum eigentlichen Herkunftsort oder Herkunftsland. Und ich glaube, wir leiden alle bei diesen Flüchtlingsdiskussionen unter dem Problem, dass die Genfer Flüchtlingskonvention seit den 90er Jahren Schritt für Schritt ausgeweitet wurde. Einerseits gut, ja, Krieg, Sexual Violence, Gang Violence, alle möglichen Dinge, aber die Aufnahmebereitschaft ja nicht gestiegen ist. Und ich glaube, damit das gleiche Problem wieder. Auf jeden Fall also die Umstände, wie diese Menschen dorthin gekommen sind, sozusagen, sprechen meines Erachtens nicht klar für eine Anwendbarkeit der Genfer Flüchtlingskonvention. Die brauche ich aber gar nicht unbedingt, weil ja auch elementare Menschenrechte verletzt werden und es eben auch einen Migration Compact und sowas gibt, der eigentlich es nicht zulässt, dass man Menschen in Niemandsland einfach verrecken lässt. Ja? Also man könnte andere Argumente finden, aber was ich eigentlich raus will, ist noch was anderes mit dem Asyl. Man spricht in Europa immer über Asyl, aber ein mindestens ebenso wichtiges, wenngleich sehr zwiespältiges Instrument der internationalen Flüchtlingspolitik war Resettlement. Und bei Resettlement habe ich ganz andere Argumente in der Hand, nämlich stärkere humanitäre, aber zugleich möglicherweise stärkere utilitaristische. Also ich glaube, dass sich jetzt zurzeit in Österreich niemand beschweren würde, wenn man Pflegekräfte, die zurzeit akut verfolgt oder von Hungertod sonst was bedroht sind, an heimische Spitäler einfliegen würde. Ja? Und auch Kanada, alle möglichen anderen Länder sind lange Zeit so verfahren und haben auf diese Weise verschiedene Migrationsformen mehrheitsfähig gehalten. So, das wäre mein kurzer Einwand und Kommentar zur Debatte. Mein Gegeneinwand wäre ganz spontan, dass diese Resettlement-Idee natürlich immer wie eine wunderbare Lösung aussieht, allerdings auch politisch opportun, bisweilen gebraucht, bisweilen missbraucht wird. In Kanada hat sie funktioniert. Die europäischen Staaten haben zahlreiche Resettlement-Versprechen gemacht und nie gehalten, weil sie politisch nicht durchsetzbar waren. Also insofern bin ich nicht ganz sicher, ob das sozusagen ein Alternativprogramm wäre. Gibt es dazu noch Anmerkungen außer meine unmaßgebliche Entschuldigung? Ja, ich kann schon versuchen. Also zum ersten Punkt, Philipp, ob die Genfer Flüchtlingskonvention anwendbar ist, das sind sozusagen zwei verschiedene Fragen. Das eine ist, gilt der Artikel 1, trifft er zu auf einen größeren Personenkreis? Und da würde ich vermuten, ja, die Fluchtgründe sind wahrscheinlich bei vielen da. Die zweite Frage ist, waren die anderswo schon sicher genug, dass man sagen kann, es gibt jetzt keinen Anspruch, Asylanträge in anderen Staaten und in Europa zu stellen? Und da gibt es natürlich Fragezeichen. Insofern, glaube ich, hast du recht, dass die Flüchtlingskonvention nicht den ganzen Rahmen abgeben kann für den Umgang mit solchen teilweise sekundären Migrationen von Menschen, die aber durchaus so etwas haben wie einen Anspruch auf Asyl. Die Frage ist immer nur, wo haben sie den Anspruch und wie kommen sie dorthin? Resettlement halte ich für ganz wichtig in die Debatte hineinzubringen. Das ist sozusagen eine Form der generellen Antwort auf die Probleme, die wir heute diskutiert haben, zumindest die ich sehe, nicht offene Grenzen und Bewegungsfreiheit global, sondern geregelte Migrationsformen. Ja? Formen von Migration, wo der Aufnahmestaat sich verpflichtet, diese Menschen, die ausgewählt worden sind, in dieser Zahl aus diesem Herkunftsland aufzunehmen. Und da sind Fluchtgründe genauso relevant wie Armutsgründe oder Klimadesastergründe oder Ähnliches. Dafür müssen wir Instrumente ausbauen. Insofern stimme ich dir völlig zu. Und das macht es auch leichter, wie man sieht, am Beispiel Kanada und sogar Australiens, Zustimmung in Demokratien zu finden. Weil Resettlement immer auch so dargestellt werden kann, da ist kein Kontrollverlust. Ja? Das sind Verfahren, an denen der Aufnahmestaat beteiligt ist in der Auswahl. Ja? Er muss sich nur verpflichten, das in ausreichendem Maß zu machen und für genügend viele Menschen. Und dann ist das ein wesentlicher Beitrag zur, nicht Lösung, aber zumindest Milderung dieses globalen, ungelösten Flüchtlingsproblems. Philipp, möchtest du noch mal darauf antworten oder soll es so stehen lassen? Ich lasse es so stehen. Ich wollte eigentlich gerade den Chat schreiben, dass ich dein Gegenargument, das Resettlement-Zusagen, so gut wie nie in letzter Zeit eingehalten wurden, dass ich dem zustimme. Das ist eine richtige Beobachtung, genau. Und jetzt erklärt es. Dabei wollte ich es belassen.
Im Vietnamkrieg hat es das gegeben, sogar in Staaten, die völlig unbeteiligt waren. Also es gibt auch historische Präzedenzen, dass das funktionieren kann und gemacht wird. So, wir reden jetzt schon weit länger als anderthalb Stunden. Wir haben alles ein wenig gestreift. Die Freizügigkeit, die Asylanträge in Drittstaaten, die immer nur als seltsames Konzept im Raum stehen, aber nicht umsetzbar sind, Pushbacks und die Minderung des Rechts auf Asyl in Europa bis hin zu Resettlement und anderen Alternativen. Ich fürchte, wir werden das heute alles nicht lösen. Es ist ein deprimierendes und kompliziertes Thema. Ich möchte mich gerne bei allen Beteiligten bedanken. Die meisten von Ihnen sehen sich ja wahrscheinlich im Rezept oder rund ums Rezept sowieso weiter und werden über dieses Thema weiter sprechen. Philipp schüttelt den Kopf, im Lockdown vielleicht nicht. Und ich freue mich in wenigen Wochen auf den nächsten politischen Salon und wünsche allseits einen wunderbaren restlichen Abend. Dankeschön.